einen wunderschönen 15. Dezember, wenn ich nicht falsch informiert bin. Sonst korrigiert mich. Ich habe von Sateshi diesen Aluminium Stand and Hub mitgebracht heute. Der hat keinen Eigennamen, an dem man ihn irgendwie sonst identifizieren könnte. Er heißt einfach nur Stand and Hub und das beschreibt es ganz gut, was er macht. Der ist recht kompakt und es ist ein Hub auf der Rückseite und ein Stand, wenn man ihn ausklappt. Und da steckt man, oder stellt man besser gesagt, ein iPad rein. Da passen alle iPads rein. Ich habe da Minis reingestellt und Airs. Funktioniert natürlich mit jedem Gerät. Allerdings ist der auf iPad Pros ausgelegt, weil dort ist ein fest integriertes USB-C-Kabel zu finden. Und dieses USB-C-Kabel, wenn man es denn seitlich dann ans iPad einsteckt, bietet Zugriff auf die Anschlüsse, die auf der Rückseite zu finden sind, die da wären. Wir haben einen Oldschool-USB-A-Anschluss. Wir haben einen HDMI-Port, der 4K60 macht. Wir haben einen Kopfhöreranschluss. Und wir haben Steckplätze für SD-Karten. Den USB-C-Port, den man in der Mitte sieht, der ist leider kein Datenport, sondern da kommt nur Strom in dieses Gerät. Der gibt ordentlich Strom dann auch weiter. Power Delivery, 60 Watt, das ist ordentlich. Allerdings kann man dort keine Festplatte beispielsweise per USB-C anschließen, um sie dann am iPad zu betreiben. Da muss man dann mit seiner USB-C-Festplatte an den USB-C-Port vom iPad Pro selbst. Oder man nimmt einen USB-A-Kabel, das kann man natürlich auch tun. Dieser faltbare Stand gewinnt einfach dadurch, dass er so kompakt ist, dass er sich recht leicht zusammenfalten lässt und in der Tasche verstaut ist und dann hat man eine Möglichkeit, sein iPad irgendwo aufzubocken und hat noch so ein paar Anschlüsse auf der Rückseite. Ich finde es ganz nett. Der ist qualitativ recht hochwertig verarbeitet. Man kann das iPad Pro, wenn man es anschließen möchte, nur waagerecht reinstellen. Also das Kabel, was hier integriert ist, ist nicht lang genug, um ein iPad auch irgendwie hochkant hinzustellen. Aber in dieser waagerechten Konstruktion verrichtet sich hier seit Anfang Dezember recht gute Dienste. Steht immer hier, macht so meine Audioaufnahmen, unter anderem für diese Videos. Es gibt nur einen Neigungswinkel. Das heißt, dieser Stand, der lässt sich nicht weiter... Es gibt keine andere Position, in der man das iPad irgendwie neigen kann. Es gibt nur die eine. Dafür ist es unkompliziert. Und klein, wie gesagt. Und gut verarbeitet. Und mit Gummifüßen. Und leicht zu verstehen. Also man kann wirklich nichts falsch verstehen, glaube ich, an dieser Stand-Hub-Kombination. Von Sateshi. Vielen Dank fürs freundliche Zuschauen. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder.